Vielen Dank. Da sind wir gleich beim Thema angelangt, Recht. Ich habe es auch schon mal gesagt, man muss so viel bedenken, wenn man im Internet irgendwas hochlädt. Und was man sonst noch zu bedenken hat im Online-Bereich, das erklärt uns jetzt Dr. Christian Hantig von der Rechtsabteilung der Wirtschaftskammer Wien. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Geht das? Hallo? Na, das geht schon. Okay. Na gut, dann machen wir es so. Ja, ich habe der Titel von meinem Vortrag war, was soll man sonst noch im Online-Bereich beachten? Das ist eine sehr einfache Frage. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, mein Gott, wenn es eine einfache Frage ist, wird die Antwort ja auch einfach sein. Ich erinnere aber daran, dass in der politischen Diskussion in letzter Zeit die Frage war, eine sehr einfache Frage, soll der Karfreitag für alle frei sein? Ganz einfache Frage. Eine einfache Antwort, die alle zufrieden stellt, dafür zu finden, ist nicht ganz so einfach. In dem Fall kann ich Ihnen auch sagen, natürlich gibt es eine einfache Antwort. Man muss alles beherzigen, die ganze österreichische Rechtsordnung und auch die europäischen und die völkerrechtlichen Normen. Das bringt Ihnen wahrscheinlich nicht sehr viel. Fun Fact, österreichische Gesetzgeber geht davon aus, dass Sie die Normen kennen und Sie können sie nicht darauf berufen, dass Sie sie nicht kennen. Das nutzt nichts. Und wenn jemand auffällt, dass da ein scharfes Das ist und ein Sei komisch geschrieben ist, dann ist das nicht, weil ich einen Fehler gemacht habe oder mein Sekretär einen Fehler gemacht hat, sondern weil es diese Vorschrift so seit 1812 gibt. Ja. Ich kenne keinen Juristen, der alle Gesetze kennt. In der Juristerei ist es so wie in allen anderen Lebensbereichen, es wird alles immer komplizierter und dementsprechend gibt es ein größeres Ausmaß an Spezialisierung und es ist, ja, weil die Juristerei einfach die Komplexität des Lebens wiedergeben muss. Und was ich jetzt nicht machen werde, ich werde jetzt keine Einführung in das österreichische Recht geben. Ich bin auch gebeten worden, mich kurz zu halten, daher gehen die 4 Stunden Einführungskurs jetzt nicht aus. Ich kann aber ein paar kleine Punkte ansprechen und mehr will ich auch nicht machen. Das eine ist, wir haben vorher gehört, RTR-Anmeldung, okay. Hat das irgendwelche Konsequenzen? Ja, das hat Konsequenzen. Eine Konsequenz ist nämlich, Sie werden Mitglied bei der Wirtschaftskammer. Das hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Nachteil, Sie müssen einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Vorteil, Sie können Leistungen in Anspruch nehmen. Und eine weitere Folge, Sie werden pflichtsozial versichert, und zwar auf Pension, auf Kranken- und auf Unfall. Voll sozial versichert. Allerdings, wenn man nicht so viel verdient, da sind wir ungefähr bei 5.300 pro Jahr, und einen Umsatz von 30.000, also wenn man drunter ist, kann man nur unfallversichert sein, das sind 9 Euro im Monat, nicht ganz 9 Euro im Monat, also das ist nicht so teuer. Gut, das werden wir skippen, weil dass man Werbung anzeigen muss, das haben wir schon gehört. Werbung muss man nicht nur anzeigen, sondern sie muss auch inhaltlich wahr sein. Dementsprechend muss das, was man sagt, stimmen. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, das ist das beste Produkt, dann ist das in der Regel marktschreierisch, das mag noch angehen. Aber wenn man die Rechtsprechung dazu hat, dann differenziert bei Werbeaussagen, da gibt es einen Unterschied zwischen den einen Dingen, die sind Tatsachen und die anderen sind Wertungen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ein Produkt von ein Schnitzel, das Schnitzelfleisch kommt aus Ungarn. Das ist richtig oder falsch? Wenn ich da eine unzutreffende Aussage mache, dann ist die eindeutig irreführend. Das ist unzulässig. Bei der Wertung, dass ich sage, das ist das beste Schnitzel oder mir schmeckt es am besten, das ist eine Wertung und die ist in einem weiten Maße ohne weiteres möglich. Die Rechtsprechung hat sich in vielen Fällen damit beschäftigt. In einem zum Beispiel bei Führend hat sie gemeint, da gibt es einen Tatsachenkern, da gibt es was, weil wenn ich mehrere Unternehmen habe oder mehrere Produkte und eines ist führend, dann sticht das heraus und es stimmt oder stimmt nicht. Und wenn man sagt, der kleinste Preis, dann sollte es auch stimmen.
Ein beliebtes Thema ist auch das Thema Urheberrecht. Vielleicht nicht beliebt, aber zumindest häufig verwendet in der Diskussion. Das Urheberrecht schützt verschiedene Leistungen und es schützt auch Werke, wie zum Beispiel originelle Gegenstände. Die Liege da zum Beispiel, die ist vom deutschen und vom österreichischen obersten Zivilgericht als ein Werk anerkannt worden. Genauso gibt es natürlich einen Werkschutz für Fotografien und für Musikstücke, für Literatur, für Filme und noch viel mehr. Stellt sich die Frage, die Schraube, die Stahl-Senkkopfschraube, ist die, sehen Sie da ein Werk? Jetzt würde man sagen, mein Gott, das ist eine Schraube. Von denen gibt es zig Millionen Schrauben, die ziemlich genau ähnlich ausschauen. Das ist nichts Besonderes. Das ist richtig. Aber was man hier sieht, ist ja eigentlich nicht die Schraube, sondern die Abbildung einer Schraube. Und das ist ein Foto. Und dieses Foto ist natürlich urheberrechtlich geschützt. Und dementsprechend, wenn man so ein Ding verwendet, wenn man dieses Foto verwendet, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat die Zustimmung des Rechteinhabers oder man hat es vom Gesetzgeber dazu berechtigt, das zu nutzen, zum Beispiel im Rahmen eines Vortrages, was ich jetzt mache, ich darf das. Oder es gibt andere Bestimmungen wie, es ist unwesentliches Beiwerk. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Beitrag mache, zum Beispiel, Ich gehe auf der Mailverstraße, interview die Leute dazu, was sagen sie zum Karfreitag, hätten sie da gern frei oder arbeiten sie lieber? Und hinter ihnen ist der McDonald's. Und dann sieht man McDonald's mit grafisch aufbereiteten Karten, mit irgendwelchen Fotos von Burgern und McSandes und was immer. Das sind alles urheberrechtliche Werke, die sind da oben, die sind vervielfältigt, die sind auf den Film drauf. Kritisch, grundsätzlich kritisch. Aber es gibt, oder zum Beispiel eine Dame geht vorbei mit Chiara Ferragni-Schuhen, die neuen mit den Herzerl, ist wahrscheinlich ein urheberrechtliches Werk. Ist oben, ist witzigerweise vervielfältigt, das heißt, die Schuhe sind echt vervielfältigt auf dem Film, ist ein urheberrechtliches Werk. Aber wir haben hier eine Bestimmung, die heißt unwesentliches Beiwerk, das heißt, wenn wir alle beim Thema bleiben, ist das relativ wurscht. Gut. Ich bin ja noch gebeten worden, etwas zu sagen zum Artikel 13. Ich glaube, die Folie hat es leider nicht auf den Bildschirm geschafft. Nein, hat es nicht auf den Bildschirm geschafft. Macht nichts. Der Artikel 13 ist wirklich im Moment ein bisschen, ist ein interessantes Thema. Und es geht um den Vorschlag zur Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Das ist eine Richtlinie, die noch nicht den Gesetzesprozess abgeschlossen hat, sondern die ist noch im Werden. Das, was fehlt, ist eine letzte Vorlesung beim Europäischen Parlament, die vermutlich im März stattfinden wird. Das heißt, das, was ich jetzt sage, geht vom aktuellen Text, der möglicherweise so kommen wird, aus. Dann darf ich noch etwas anschließen. Neben die Diskussion des Artikel 13, die sehr viele Leute interessiert hat, ist etwas ganz anderes in die Schiene gegangen, was keinen interessiert hat und worüber niemand geschrieben hat. Das deutsche Höchstgericht, der Bundesgerichtshof, hat an den Gerichtshof der EU eine Vorlageentscheidung vorgelegt. Thema war YouTube und die Frage, ist das, was YouTube macht, A, eine öffentliche Wiedergabe und B, hat er eine Sonderstellung als Service Provider? Das sind genau die Punkte, die im 13er drinnen stehen. Und es ist meines Erachtens damit zu rechnen, dass der Gerichtshof der Europäischen Union das so entscheiden wird, wie es wahrscheinlich jetzt im 13er drinnen steht. Das heißt, ob der jetzt kommt oder nicht kommt, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, davon abgesehen, dass im 13er sehr viel mehr Text drinnen ist und die Dinge ein bisschen genauer gestaltet sind. Gut, die Diskussion um den 13er ist ziemlich emotional geführt worden. Sie war von einer großen Bandbreite gezeichnet. Am einen Ende waren die Künstler und die Kreativen sollen ein bisschen Geld erhalten. Viel mehr passiert nicht. Und die andere
Das andere Ende der Bandbreite war, YouTube wird geschlossen und die Geschichte hat sich. Wie es meistens so ist, dort, wo die Außenposten sind, liegt die Wahrheit nicht wirklich begraben. Die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Was es konkret bedeuten wird, kann man nicht sagen. Es wird wahrscheinlich eine betriebswirtschaftliche Entscheidung sein von den großen Plattformbetreibern. Die werden sich überlegen müssen, welche Maßnahmen machen wir, was bringt das, wie viel Nutzer wird uns das kosten, wenn wir die einsetzen. Und auf der anderen Seite, wenn wir es nicht machen, was kostet uns die Rechtsdurchsetzung der Rechteinhaber? Und dann wird es was geben. Und dann wird es Filter geben und dann wird es andere Reaktionen geben auf Anfragen von Rechteinhabern. Eines, finde ich, kann man schon sagen. In den Artikel 13 steht auch drinnen, was ich vorher gesagt habe, man braucht die Zustimmung der Rechteinhaber oder, und dann sind Ausnahmen drinnen. Ausnahmen für Zitate, Ausnahmen für Kritiken, Ausnahmen für Karikaturen und Ausnahmen für Parodien. Das heißt, wenn man in so eine Ausnahme fällt, dann ist es gut. Allerdings, Sie erinnern sich vielleicht, was ich vorher gesagt habe, welche Ausnahme ich erwähnt habe, das unwesentliche Beiwerk, die Schuhe oder die Kennzeichen von McDonald's, die stehen nicht oben. Das heißt, diese Ausnahme wird im 13er nicht spielen. Daher wird es zu Einschränkungen durch den Artikel 13 kommen. Das ist meines Erachtens sicher. Wie stark die Einschränkungen sein werden, das ist offen. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.